Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das Finale der Kirmessaison ist angebrochen und ich melde mich mal wieder vom Freimarkt Bremen. Heute ist leider schon wieder der letzte Tag hier. Für mich irgendwie schon Tradition, dass ich die Veranstaltung immer am letzten Sonntag besuche. Und ja, heute aber schönes Wetter bestellt, blauer Himmel. So soll es sein für eine Veranstaltung. Naja, einige der Fahrgeschäfte werden vielleicht nicht mehr alle Dekoteile haben, die ihr jetzt in den Impressionen seht. Ist halt so am letzten Tag. Die Fahrgeschäfte ziehen weiter. Für einige geht es diese Woche schon wieder in Soest weiter. Andere fahren nach Hamburg und so weiter. Ihr seht jetzt auf jeden Fall mal wieder Impressionen hier vom Freimarkt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Nach dem Intro geht es los. Ein Highlight des Freimarkts habe ich jetzt hier direkt hinter mir, nämlich die größte transportable Indoor-Achterbahn der Welt, der Höllenblitz. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal hier auf dem Freimarkt stand. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, muss schon eine Weile her sein. Ich selbst habe die Achterbahn das letzte Mal im Serengeti-Park gesehen, als sie dort stand. Ist auch schon wieder eine Weile her. Und ja, ist schön, ihn jetzt mal wieder hier auf meinem Festplatz zu sehen. Und ich werde natürlich gleich mal einsteigen und damit fahren. We'll be right back.
das heutige Video beende ich mal mit einem kulinarischen Tipp. Leute, wenn ihr in Bremen seid oder irgendwo auf einer Veranstaltung hier in der Umgebung, haltet Ausschau nach Pommes Fritz, denn das ist wirklich eine der besten Pommesbuden, die ich so kenne, und die haben auch wirklich tolle Angebote. Kann ich euch vielleicht gleich auch noch einblenden. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass sie immer hier in Bremen stehen, egal ob Freimarkt, Osterwiese oder Weihnachtsmarkt. In Vechta auf dem Stoppelmarkt stehen die und auch in Oldenburg auf dem Kramermarkt. Ansonsten, ja, falls ihr auf einer anderen Veranstaltung hier in der Umgebung seid, haltet einfach mal Ausschau danach.